Moin und willkommen zum nächsten Video von Need for Speed Payback, und zwar Händler. Jeder Händler hat auf einen anderen Setup-Typ spezialisiert. Es gibt fünf verschiedene Setup-Typen: Racer, Drift, Offroad, Drag und Runner. Runner ist der schlechteste, meiner Meinung nach, und der Rest ist okay. So, Offroad-Setup. Verwende dieses Setup für Offroad-Events. Diese Wagen und Trucks sind auf Offroad-Kontrolle und Sprünge spezialisiert. Für welchen entscheidest du dich, Mac? Und wir schauen mal so durch. 300 PS gegen 300. Der WRX STI, mein der Land Rover. Das Gewicht kann ich hier nirgendwo sehen, ne? Dann bleibe ich beim Subaru. Denn darauf hätte ich jetzt wieder Bock. Schöner Subaru mit Felgen aus irgendwas. Und los geht's. Schon okay, Baby. Das meint sie nicht so. Jetzt muss ich dich platt machen. Ein Rennen zum Airfield? Also zurück zum Airfield, oh mein. Ich verkacke das gerade so überhaupt so richtig, Mann. Jess ist einfach so schnell mit ihren S5 und der ist ja aber auch. Du nimmst die Straße, ich fahr Offroad. Bist du dabei? Ach ja, wir können Offroad. Fahr. Warum machst du das hier wirklich, Mac? Was meinst du? Wir kriegen mega Kohle und wischen Navarro 1 aus. Was gibt's Besseres? Ich kenn dich, Mac. So einfach ist es nicht. Teilt mit einem persönlichen Kreuzzug, aber du? Okay, Klartext, Jess. Nach unserer Trennung musste ich Geld verdienen. Und das heißt, ich musste auch für das Haus arbeiten. Wir haben gespielt und verloren. Du hast getan, was nötig war. Ja, mein ganzer Umzug nach Amerika war ein Risiko. Außerdem ist es kein Spiel, wenn man weiß, dass man gewinnt. Ja. Bei dir läuft's doch gut, Jess. Du brauchst uns nicht. Wieso bist du dabei? Weil irgendwer auf Kai aufpassen muss. Er legt sich mit den Street-Ligen an, um ein aussichtsloses Rennen zu fahren. Bei seiner Wut auf Navarro wird er uns brauchen. Du denkst, wir haben eine Chance? Wir hatten 6 Monate nichts von ihm gehört. Aber jetzt ist er zurück und fest entschlossen. Ich lasse einen Freund nicht allein in den Krieg ziehen. Oh, ich wusste es. Du hast uns vermisst. Hört zu, Mac. Ich helfe euch, solange ihr keinen Mist baut. Mir geht's um euch, nicht um die Action. Jess, ich kenn dich. Du kannst einfach nicht anders. Geschafft. Erster. Ein Team. Größte Umwege gefahren, die es gibt, aber okay. So, Speedkarten. Ach, ich muss wieder die Mitte haben. Bremsen diesmal mit dem Kopf. Speedkarten verwalten. Ja, das weiß ich schon. Ich kann sie verkaufen oder behalten. In die Garage schicken. Oh Mann, oh, ich möchte die einbauen, aber richtig unfaires Spiel. Gerade wenn man was Besseres hat. Ich gebe zu, ich dachte nicht, dass du das schaffst. Ha, man gewinnt nun mal nicht, wenn man nichts riskiert. Wenn du meinst. Na, ich bleib trotzdem lieber auf der Straße. Ach, das ist Mac, der gerade hier Offroad fährt. So, dann wollen wir mal schauen, was wir können. Hey, Mac, wie läuft's? Netten Wagen hast du da, Mac. Oder Fahrzeug. Nicht mal in die Werkstatt. Bin gleich da. Schön. Xenonlicht. Ja. Tja, so viel dazu. Ich habe euch hier Platz für eure Wagen freigemacht. Tune sie, lackiert sie, arbeitet an eurem Stil. Ja, wir können hier ihr alles machen. Vielleicht als erstes ein paar Upgrades durchführen, um ein bisschen mehr Leistung aus diesen Autos rauszukitzeln. Aha, ich habe noch ein paar Teile rumliegen, aber räumt anschließend wieder auf, okay? Ach da. So. Jetzt könnten. Nein. Tiefsturz. Uiuiui. Die Höhe will ich schon ein bisschen runter auf Mitte machen. Obwohl Offroad viel höher gelegt sein sollte. Mit Lagerbestand, was ist das denn? Willkommen in meinem Lager. Du kannst dir so viele Wagen abstellen, wie du willst. Und sie jederzeit abholen. Ich kann so viele Wagen lagern, für die in deiner Garage kein Platz mehr ist. Kaufe weitere Garagen, um zusätzliche Lagerslots freizuschalten. Alles klar. Ja, dann können wir auch schon raus aus der Garage wieder. Was hast du für uns, Rev? Hier in der Wüste kenne ich 2 Ligen, die eure Zeit wert sind. Die erste ist eine Racing-Liga namens Graveyard Shift, angeführt von La Katrina.
Ein Haufen Kids mit Todessehnsucht und einem Hang zum Drama. Mike, die zweite Liga ist dein Ding. League 73, eine Offroad-Crew, angeführt von einem Bastard namens Udo. Sie fahren in letzter Zeit ständig auf dem Airfield und zerstören meine Prototypen. Also, wer zuerst? Mike. Ein Geschenk des Need for Speed. Okay, Mike. Wir fahren erst ein paar Liga-Rennen und fordern dann die Bosse zum Duell heraus. So sammeln wir genug Ansehen, um in den Outlaws Rush zu kommen. Als erstmal in Liga. Auch wenn ich ein bisschen langsam fahre. Fahren wir jetzt richtig durch. Offroad. Technisch, naja. Mal schauen, wie es ausgeht. Tuning Shop und direkt daneben ist das Rennen. Was einzufahren. Gut. Dann wollen wir mal starten. Golf 1. Fernab der Stadt gibt es nichts als den Himmel, soweit das Auge reicht. League 73. Freiheit beginnt bei 100 Meilen pro Stunde und 10 Fuß über der Erde. Ein cooler Spruch. 100 Meilen sind schon mehr als 100 km/h. Was haben wir denn hier? Frischfleisch. Bist du Udo Roth? Ich bin Mac. Ich weiß, wer du bist. Du bist Hashtagers Driftkumpel. Willst du hier ein Selfie machen, Mac? Wohl kaum. Ich bin ein Offroader. Genau wie du. Nur besser. Beweis es. Schlag meine Racer. Dann reden wir. Wie wär's, wenn wir uns was nebenbei verdienen? Ich sag dir, welche Wette mir vorschwebt und du sagst mir, ob wir sie platzieren. Abgelehnt. Jungs und Mädchen, heute steht Frischfleisch auf der Karte. Vorsicht, Jungs und Mädchen, ich beiße zurück. Ja, du beißt wirklich. Und los! Das Tolle ist, dass die Autos kein Schadenlimit haben und einfach nicht kaputt gehen müssen. Unbedingt, so wie Need for Speed Rivals das mal war. Also haben wir jetzt Spaß auf der Offroad-Piste. Gearbox ist auch wieder dabei. Ja, oh, dann können wir auch schön Abkürzung nehmen. Erster sind wir sowieso immer. Auch wenn es schön ist. Also, wen haben wir hier? Erster zu sein ist ein tolles Gefühl. Box, Bell, Hippie, Nase, Rain, so, Back. Also ausgefallene Namen auf jeden Fall. Und einen großen Spaß. Verdammt, Mac, es ist auch so schon schwer genug, diese Kids vom Airfield fernzuhalten. Ermutige sie nicht noch. Ich muss es tun, Rev. Tut mir leid. Nein, tut es nicht, verdammt. Du hast recht. Tut es nicht. Na toll, okay. Dann mach sie für mich fertig, ja? Also, ich denke, dass ich diesmal kein Auto-Bug wiederherstellen werden wollen. Gebaut werde, weil ich keine Lust drauf mehr habe. Seitdem ich meine ganzen Daten, Videos verloren habe, bin ich jetzt viel eher drauf auf, ich fahre jetzt das ganze Spiel durch. Nicht nachlassen, gleich hast du's. Aber ja, wie es aussieht, haben wir es ja gleich geschafft. Das erste Offroad-Rennen. Finde ich gut, dass wir so gut sind. Ja, gar nicht mal so schlecht. Also die Wette, die ist sowieso verloren. Speedgun, was kommt denn jetzt? Der Blockbeschleunigung. Oh yeah. Na, ja, könnte ich gerne einbauen. So, nur noch 3 Rennen. Jedes Mal noch 4 Rennen bis zum Boss, also so. Haben sie sich gut ausgedacht. Das war ganz okay, Frischfleisch. Vielleicht machen wir ja doch noch einen Offroader aus dir. Red kein Stuss, Mann. Ich bin dafür geboren. Sag mal, ich kenn dich doch. Du bist ein Crazy Rest Crew. Das Einzige, was an ihm crazy ist, ist sein Händchen für Motoren.
Zwingt er dich, das zu sagen? Komm mal beim Solarfeld vorbei. Beweis mir, dass dein Sieg nicht nur Glück war. Ja, Leute, das war's für dieses Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss.